Übung 1. Sesselkniebeugen. Stell dich ca. 30 cm vor einen stabilen Sessel. Die Füße sind schulterbreit auseinander, das Gesäß zeigt Richtung Sessel, der Oberkörper ist aufrecht. Nun die Hüfte nach hinten unten schieben, die Knie beugen und mit dem Gesäß kurz den Sessel berühren. Nicht komplett absetzen, Spannung in den Oberschenkeln und im Po halten und explosiv wieder in den aufrechten Stand kommen. Übung 2. Split Squats am Sessel. Positioniere dich ca. 50 cm vor einem stabilen Sessel und lege dein hinteres Bein auf diesem ab. Achte auf eine aufrechte Haltung des Oberkörpers, indem du dein Brustbein nach oben ziehst. Gehe langsam und kontrolliert in die Hocke, bis das Knie deines hinteren Beins fast den Boden berührt. Drücke dich kontrolliert aus der unteren Position nach oben. Achte darauf, vorrangig mit dem vorderen Bein zu arbeiten und setze bewusst deine Gesäßmuskulatur ein. Übung 3. Liegestütze am Sessel. Stütze deine Hände etwas mehr schulterbreit vor dir auf einem stabilen Sessel oder einer stabilen Sessellehne. Strecke anschließend deine Beine gerade nach hinten aus und stelle dich auf die Zehenspitzen, sodass dein Körper von den Fersen über die Beine, den Rücken und den Kopf eine gerade Linie bildet. Senke nun langsam deinen Oberkörper ab, bis dein Brustkorb beinahe den Sessel berührt. Achte darauf, dass deine Ellbogen eher nach hinten als nach außen zeigen. Drücke dich im Anschluss wieder langsam nach oben, bis deine Arme fast komplett gestreckt sind und versuche ständig eine gute Körperspannung zu halten. Übung 4. Sesseldips. Setze dich zunächst auf den vorderen Rand der Sitzfläche eines sehr stabilen Sessels. Umfasse die Sitzfläche am vorderen Rand links und rechts neben deinem Gesäß mit deinen Händen, sodass dein Handrücken nach vorne oben weist. Strecke nun deine Beine aus und schiebe dein Gesäß etwa 30 cm vom Stuhl weg. Verlagere dabei dein Körpergewicht gleichmäßig auf Arme und Beine. Beuge nun deine Arme, bis sie sich auf 90 Grad parallel zum Boden befinden. Strecke die Arme anschließend wieder fast ganz durch und hebe gleichzeitig den Po etwas an. Übung 5. In and Outs für die Bauchmuskulatur. Setze dich auf den Boden und platziere deine Hände für bessere Stabilität neben deinem Gesäß. Vor dir steht ein Sessel. Deine Füße sind eng zusammen. Winkle deine Beine an und hebe sie leicht an. Lehne dich mit dem Oberkörper etwas zurück, dein Rücken bleibt jedoch gestreckt. Nun streckst du die Beine fast komplett aus und senkst den Oberkörper etwas nach hinten ab. Beuge anschließend deine Beine etwas und bringe die Knie kontrolliert Richtung Brust. Dabei kommst du den Knien mit deinem Oberkörper etwas entgegen. Versuche aktiv den Bauch auf Spannung zu lassen und alle drei Positionen des Sessels durchzuführen. Übung 6. Becken heben und marschieren. Begib dich in Rückenlage, die Arme liegen im rechten Winkel neben deinem Oberkörper. Die Fersen sind auf einem stabilen Sessel platziert. Nun das Becken so weit wie möglich Richtung Decke schieben, Spannung im Bauch und Po halten und die Pobacken so fest wie möglich zusammenpressen. Das Becken bleibt jetzt stabil in der höchsten Position und die Beine werden nun abwechselnd zum Brustkorb herangezogen, so als würde man marschieren. Übung 7. Zwiebelhacken. Lege dich bauchwärts flach auf den Boden deiner Fitnessmatte. Die Arme und Beine sind lang nach vorne bzw. nach hinten ausgestreckt. Hebe nun langsam und kontrolliert deinen Oberkörper an. Der Bewegungsradius ist dabei sehr gering. Versuche die obere Position zu halten und gleichzeitig mit den gestreckten Armen Hackbewegungen innerhalb und außerhalb der Füße deines Sessels durchzuführen. Übung 8. Hyperextensions am Sessel. Setz dich an die Vorderkante eines stabilen Sessels. Der Blick ist nach vorne gerichtet, die Arme vor der Brust verschränkt und der Rücken ist auf Spannung. Lass nun langsam den gestreckten Oberkörper nach vorne kippen. Versuch dabei stets das Brustbein aufrecht zu lassen und die volle Spannung im unteren Rückenbereich zu halten. Hebe anschließend den Oberkörper aus der horizontalen wieder in die vertikale an und atme dabei aus. In der Endposition kannst du den Oberkörper ein paar Sekunden halten, bevor du ihn wieder nach unten beugst.